Xiaomi. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, hier ist Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Ja, natürlich rede ich darüber. Xiaomi hat zwei neue Smartphones released, eigentlich drei neue. Nur eins wurde ja so überhaupt gar nicht beworben. Das ist das Redmi A1. Darüber hatte ich aber schon gesprochen. Das ist auch bloß ein Einsteigergerät für 109 Euro. Aber die beiden Xiaomi 12 Vertreter, das 12T und das 12T Pro, das wurde doch dann schon ein bisschen mehr beworben. Da habe ich auch extra eine Pressemitteilung bekommen. Und heute reden wir mal drüber. Und ja, es ist wirklich unglaublich, wie viele Smartphones Xiaomi an den Start bringt. Es sind ja praktisch zwei neue Vertreter der Xiaomi 12 Serie. Früher war noch das Mi mit im Anhang, haben sie gestrichen jetzt, aber ist alles die gleiche Serie. Ich erinnere mich noch daran, wie ich damals das Xiaomi Mi 3 mir selbst bestellt hatte. Da habe ich ja gar kein YouTube gemacht. Ja, und keiner kannte Xiaomi in Deutschland. Ich war einer der wenigen gewesen und ich bin ja auch dann über meine Kenntnisse über China-Marken ja auch dann zu den YouTube-Kanal gekommen. Und damals gab es eine Version der Xiaomi Mi 3 Serie. Also es gab gar keine Serie. Es gab nur dieses eine Telefon. Ich weiß gar nicht, ob es damals überhaupt andere Telefone gab von Xiaomi. Da hatten die damals tatsächlich jedes Jahr eins bis maximal zwei Geräte an den Start gebracht. Heute gibt's ein Xiaomi 12. Es gibt auch ein 12 Lite, ein 12 Pro, ein 12 Ultra, ein 12S, 12S Pro, 12S Ultra, ein 12ST, nee, nicht 12ST, nur 12T und 12 Pro. Und ich habe mit Sicherheit noch nicht alle aufgezählt. Und da gibt es ja auch nochmal innerhalb von einem, sagen wir mal beispielsweise Xiaomi 12T Pro, auch nochmal verschiedene Speicheroptionen. Freunde, da kommt noch Poco dazu, da kommt noch Redmi dazu, da kommt noch Black Shark dazu. Und wir sind nur innerhalb des Xiaomi-Konzerns. Da fange ich mit BBK Electronics gar nicht an, die genauso den Markt zu kacken mit Smartphones. Und Samsung ist ja nun so bekannt dafür. Das ist inzwischen nur noch eine Sisyphus-Arbeit. Damals war es so einfach gewesen. Da hat Apple ein Telefon pro Jahr rausgebracht, Meizu hat ein Telefon pro Jahr rausgebracht und Xiaomi hat ein Telefon pro Jahr rausgebracht. Da konnte man drei Marken vergleichen, indem man drei Smartphones vergleicht. Easy, Freunde. Super einfache Zeit für Technik-YouTuber. Heute komme ich gar nicht mal hinterher, mir die Geräte einzeln überhaupt anzuschauen. Geschweige denn, dass ich sagen kann, ja, das ist so, das kann man einkategorisieren, das ist dann dem und dann habt ihr irgendwie eine Liste zusammen. Und da hätten wir das Xiaomi 12T. Mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Festspeicher. Praktisch aus der Serie die Holzklasse. Kostet 600 Euro. Muss ich sagen, dafür, dass es ja ein Flaggschiff ist, werde ich auch gleich feststellen, ist das sehr, sehr, sehr fair bepreist. Das 12T mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Festspeicher. Also doppelt so viel, 650 Euro. 50 Euro Aufpreis, das ist fair. Das 12T Pro mit 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Festspeicher, 800 Euro. Ist natürlich die Frage, wo unterscheiden es die Geräte? Dazu kommen wir aber auch gleich noch. Hauptsächlich in der Kamera. Denn Xiaomi macht einen auf Motorola und verbaut einen 200-Megapixel-Sensor im 12T Pro. 200 Megapixel mit einer Blende 1.7 und es ist ziemlich krass. Ich hatte aber auch schon mal ein Video darüber gemacht und da habe ich verglichen hochauflösende Bilder mit niedrig auflösenden Bildern und ist immer reingegangen in die tausendste Zoomstufe. Wofür braucht man das sonst? Die Bilder werden ja immer runterskaliert, wenn man sich auf dem Bildschirm oder auf dem Display anschaut. Also wenn man dann reingeht in die tausendste Zoomstufe und das dann halt vergleicht, ne, mit einem 64 Megapixel Bild zum Beispiel, hat man wirklich bei den 200 Megapixel ein bisschen mehr Details. Aber dafür muss man halt auch erstmal reingehen in das Bild. Muss man halt reincroppen. Das heißt, wenn man sich das Bild in der Gesamtheit anschaut, selbst auf einem, wie in meinem Falle, 27 Zoll Monitor, da sieht man keinen Unterschied. Das ist halt dann da halt Blödsinn. Man muss natürlich sagen, Xiaomi ist nicht Motorola, da ist auch noch die Software, die wirklich sehr, sehr, sehr stark mit reinspielt und die da viel mit rausholen kann. Es gibt ja auch dann sowas wie digitalen Zoom, der dann natürlich entsprechend verlustfreier arbeiten kann, ne, bei der hohen Auflösung, als wenn man zum Beispiel nur einen 12-Megapixel-Sensor hätte. Und dann in Kombination auch mit optischen Zoom ist dann natürlich einiges möglich. Ne, dafür muss man aber dann auch, das sei dazu gesagt, die Zoomstufen ja auch irgendwie benötigen, ne, diese verlustfreien Zoomstufen oder ansatzweise verlustfreien Zoomstufen. Wenn man sagt, nee, ich zoome eigentlich nie, dann ist es auch wieder Nutzen flexen auf dem Schulhof. Sollte man immer wissen, was man braucht. Denn das 12T ohne Pro, was ja auch günstiger ist, kommt mit der durchaus nun schon bekannten 108-Megapixel-Kamera daher mit Blende 1.7. Und das ist auch extrem hochauflösend. Zumal man auch nicht vergessen darf, der Mehrwert, der nimmt durchaus ab. Zumindest habe ich das so festgestellt. Das heißt, der Abstand zwischen einem 12-Megapixel-Sensor und einem 200-Megapixel-Sensor, der ist wirklich sichtbar. Aber ein Unterschied zwischen den 108-Megapixel-Sensor und den 200-Megapixel-Sensor, jetzt rein in der Schärfe, alles andere interessiert da jetzt mal weniger, das wird man nicht mehr so krass sehen. Daher würde ich meinen, die meisten kommen mit der 108-Megapixel-Kamera mehr als klar. Dann kommt natürlich noch Pixel-Binding dazu, ne? Das Thema habe ich gerade mal komplett weggelassen. Beide Hauptkameras werden noch flankiert von einer 8-Megapixel-Ultra-Wide mit 120 Grad und einer 2-Megapixel-Makro. Wir nehmen jetzt mal das Xiaomi 12T Pro mit einer Hauptkamera, die mit 200 Megapixel auflöst und wird die flankiert von einer Makrokamera, die
1% der Auflösung der Hauptkamera bietet. 1%, 200 Megapixel auf der Hauptkamera und 2 Megapixel bei der Makro. Ich wollte euch ja gerade irgendwie so ein bisschen klar machen, ne? Megapixels ist nicht alles. Das ist wie ein Staubsauger, der 10.000 Watt liefert. Der muss deshalb nicht in der Lage sein, die Deckenlampe vom Nachbarn anzuheben, wenn man Boden saugt. Aber trotzdem sind 2 Megapixel einfach ein bisschen knapp. Also versteht ihr, es gibt da schon Grenzen, die man unterschreiten kann. Gerade wenn man halt ein größeres Display hat, wird das Bild gestreckt, dann ist es trotzdem ein Pixel-Massaker, egal was Xiaomi da rausholt. Die Kamera scheint auch gleich zu sein. Ne? Also Triple Kamera mit einer 200 Megapixel bei der Pro und 108 Megapixel bei der Nicht-Pro-Version. Ansonsten aber gleich. Unterschiede finden wir auch bei dem SoC. Da haben wir natürlich den Snapdragon 8 Plus Gen 1 bei dem 12T Pro und bei den 12T, surprise, surprise, den MediaTek 8100 Ultra. Super geil. Den würde ich gerne testen, Freunde. Ich habe den Snapdragon 8 Plus Gen 1 gerade wieder getestet im Mix Fold 2 von Xiaomi. Und was soll ich sagen? Super Stabilitätswerte im 3D-Belastungstest. Ja, aber nach dem 10. Loop ist mir die ganze Kacke aber auch abgeschmiert, weil das Gerät überhitzt hat. Das bedeutet, der Test wurde beendet, alles andere wird auch beendet, ne, damit das Gerät sich abkühlen kann. Und dann wollte ich was anderes starten, dann kam erstmal das Fenster, ja, nicht in der Lage, jetzt eine App zu starten, weil das Gerät halt gerade noch überhitzt. Ja, schön. Da haben sie ja richtig durchdacht, ne, den Snapdragon. Die haben so hoch gezüchtet, haben sie die Kiste. Seit dem 1888er, Freunde, überhitzen die Buden einfach nur noch, wenn man sie halt richtig auslastet über einen längeren Zeitraum. Und vorher taktet die übrigens noch runter. Erst taktet die runter und dann schmiert's ab. Mali G610 MC6 Grafikeinheit, ne, der 8100 Ultra. Und ist ein Octa-Core mit 4x Cortex A78, taktet mit 2,85 GHz und 4x dann stromsparende Kerne, nicht wahr? Cortex A55 mit 2 GHz. Man kann davon ausgehen, dass die Leistung in dem Preisbereich auf jeden Fall sehr gut ist. Und man kann davon ausgehen, dass wirklich auch die meisten Nutzer ohnehin nicht mehr brauchen. Dieses Hochzüchten ist halt schön für die Benchmarks, nicht wahr? Weil Benchmarks belasten den SoC meistens eh nur ganz kurz. Da hat man schöne Punkte und dann kann man auf den Schurf sagen, ja, ich habe den größten. Also Punktewert. Corning Gorilla Glass 5 bei beiden Geräten und das Display scheint auch gleich zu sein, 6,67 Zoll, 2712 x 1220 Pixel. Total krumme Auflösung, sage ich euch so, wie es ist. Es ist auch kein richtiges Full HD Plus, ne, ist aber auch kein 1440p. 20:9 Verhältnis, aber 446 ppi, vorhin, das ist super scharf, mehr braucht man nicht. AMOLED ist auch top, 120 Hertz HDR10 Plus, wie gesagt, haben sie beide, also hier richtig wertige Displays. Viel mehr braucht man auf jeden Fall nicht. 1200 Nits Peak bei den 12T Pro. Und bei den 12T habe ich leider keine Helligkeitsangabe, aber vermutlich wird das Display auch viel heller, als man in der Praxis eigentlich benötigt. Speicherausbau, 8 Gig bei dem 12T und dann 128 bis 256 UFS 3.1. Bei dem 12T Pro kommt noch eine 12 GB RAM-Variante dazu. Frontkamera, 20 Megapixel, Blende 2.2 haben sie dann beide. Film kommt im Übrigen mit 8K bei 24 FPS, auch bei beiden. Die Frontkamera ist eigentlich beschränkt auf 1080p bei 60 FPS. Konnektivitäten thematisieren wir nicht, können halt alles. Akkukapazität natürlich. Ja, 5000 mAh machen sie beide. Also eigentlich echt ein vernünftiger Akku, muss man so sagen, wie es ist. Stereo-Sound, kein 3,5 mm Klinke. Geladen wird auch bei beiden mit 120 Watt. Das ist, na, was soll ich sagen, ne? Viel mehr kommt nicht. Ich weiß, wir hatten schon mehr. Aber 120 ist einfach schon richtig Premium. Fingerabdruckscanner haben sie auch beide unter dem Display. Was ich allerdings gerade nicht finde, das ist kabelloses Laden. Das können sie offensichtlich nicht. Kabelgebunden haben wir die Kiste komplett voll in 19 Minuten. Ja, das ist unfassbar, aber leider nicht kabellos. Das finde ich ein bisschen schade. Und sie sind auch nicht wasserdicht. Nur das Pro hat eine IP53-Zertifizierung. Meine Meinung dazu, in dem Preisbereich auf jeden Fall Premium. Wenn ich mich persönlich entscheiden müsste zwischen den beiden Geräten, würde ich die günstigste Variante wählen. Gut, Speicher, klar, wenn man sagt, ich brauche 256, bestellt man 256. Ja, 50 Euro Aufpreis finde ich absolut solide. Mit 600 Euro wäre man dabei und bekommt mucho Leistung mit superschnellen Speicher, ein top astreines Display, ein fetter Akku, den man mega schnell laden kann und ein sehr solides Kamera-Setup mit einer höchstwahrscheinlich unbrauchbaren Makrokamera. Aber ganz ehrlich, auf die Kamera verzichten. Kamera, ja, die Kamera wird ja speziell beworben, ne? 200 Megapixel ist jetzt auch nicht so gängig. Xiaomi Pro Cut wird damit angeboten. Das sind jetzt Softwarelösungen zum Schneiden der Videos, dass man das direkt am Smartphone machen kann. Die Leistung haben wir auf jeden Fall. Xiaomi Pro Focus, Motion Tracking Focus, Motion Capture, Ultra Burst. Also ich gehe mal davon aus, man kann halt mega schnell Fotos machen, wofür auch immer. Langzeitbelichtungsmodus mit 6 Effekten, 50 Megapixel Ultra HD Modus, 200 Megapixel Ultra HD Modus. Also wir können in voller Auflösung fotografieren, ist nicht nur rein für Pixelbinding. Ja, Nachtmodus ist klar. AI Kamera, Google Lens, Filmstreifen Pro Modus, HDR RAW Modus gibt's aber auch. AI Verzerrungskorrektur, Ultra Wide. Ach, okay. Ultra Wide hat immer zum Rand hin halt starken Verzerrungseffekt und
Kann offensichtlich die AI hier ein bisschen ausgleichen. Ich hoffe, das sieht ja nicht komisch aus. One-Click AI Cinema. Ja, das sind ja so Softwarelösungen, Softwarefunktionen, die die Kamera mitbringt. Hier eben wird speziell beworben, dass man halt jetzt einen tollen Videoschnitt-Editor hat. Ich schneide trotzdem beim Rechner. Freunde, ich verlinke euch die Quellen in der Videobeschreibung. Kann man direkt schon kaufen. Bei Xiaomi wird es natürlich dann auch bei Amazon rauskommen. Wenn ja, findet ihr die Links auch in der Videobeschreibung. Ich danke euch immer fürs Zuschauen. Könnt mir einen Daumen nach oben da lassen, meinen Kanal abonnieren und natürlich auch meine anderen Social Media Kanäle abonnieren. Ich bin auf TikTok, ich bin bei Instagram, ich bin auf Odyssey. Alle Links in der Videobeschreibung. Bis dahin. Ciao.